Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller Anschau wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns relativ einfach holen können. Und zwar gibt es jetzt mit dem Patch 10.1.5 ein neues Mount, und zwar den Hafengreif. Und den bekommen wir über eine Quest, Zeit zum Fliegen. Und diese müssten Charaktere ab Stufe 30, meine ich, bekommen. Wenn wir jetzt hier auf einem Max-Level-Char sind, können wir uns das aber auch holen. Das Einzige, was wir machen müssen, jetzt hier für die Allianz, ne, einfach nach Boralos gehen. Und sobald wir in Boralos sind, müssten wir die Quest automatisch quasi aufgeploppt bekommen. Bei der Horde übrigens müsste es dann ein Pardon geben, aber das werden wir uns dann nochmal in dem Extra-Video angucken. Also genau, ihr seht, ich bin jetzt hergegangen, Quest ist aufgeploppt und dementsprechend als Belohnung gibt es dann hier einmal das Mount. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch abgeben. Wo müssen wir da hin? Einmal nach oben. Und dann seht ihr hier, müssen wir zu der Dame hier, zu Leni. Die können wir anquatschen. Können das abgeben und kriegen dann dementsprechend das Mount ins Inventar. Also seht ihr, eine relativ einfache Angelegenheit. Bei ihr kann man auch noch ein paar Sachen kaufen, aber das ist jetzt anscheinend relativ uninteressant. Was hat sie noch als Option? Haustierkämpfe heilen. Okay, gut, also das brauchen wir nicht. Hafengreif lernen wir jetzt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal an. Da seht ihr, das ist quasi einfach ein Greif hier mit ein bisschen Weiß und dann geht es so ins Graue über vom Gefieder her. Und ja, sieht ganz nett aus tatsächlich. Ist jetzt halt quasi das neue im Einsteiger-Mount, was jeder bekommt, sobald er das Reiten freischaltet. Mittlerweile ist es ja so, dass man es nicht mehr kaufen muss, sondern dass man das ja for free geschenkt bekommt. Und dementsprechend gibt es dann halt auch for free das Mount dazu. Gut, das war es eigentlich soweit in einem kleinen Videoguide. Wie gesagt, es gibt da auch noch einen Horden-Pandor. Das schauen wir uns dann aber in einem neuen Video an. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.